Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns, wie gesagt, jetzt noch von Jasper die Solo-Runde, dann die Analyse von Julian aus dieser Gruppe und ab Gruppe D werden wir die komplette Gruppe in einem Video fett zusammenfassen, damit wir ein bisschen abcatchen können, Freunde. Jetzt haben wir Jasper, Habemus, Papam. Bitte? Das ist jetzt das erste Neue von Jasper. Die Qualifikation von ihm war ja schon ein bisschen älter. Bedeutet, das ist das allererste Mal, dass wir was Freshes von ihm hören. Ich glaube, die Quali war 2 Jahre alt oder so, der Song. Ich bin sehr gespannt, wie er sich gemacht hat, wie er sich anhört, wie er aussieht. Ob es eine krasse Style-Veränderung gibt, ja, nein, vielleicht. Wird er wieder zum alten Penner-Image gehen, ja, nein, vielleicht. Viele Sachen, die jetzt hier geklärt werden. Ich freue mich drauf, Freunde. MI war anders krass. Darüber brauchen wir nicht reden. MI hat rasiert, Digga. Ich habe Hälfte von meinem Bart verloren. Seht ihr das ungefähr, Freunde? Messt mal kurz nach. Anders krass. Mal sehen, ob Jasper mithalten kann. Wir schauen ganz kurz rein. Produziert steht nicht im Titel. Ist produziert von... hier steht Track bei Jasper. Ah, ne, da Beat bei Underdog Beats. Underdog Beats. Alright. Okay. Damn, Jasper sieht echt, er sieht fresh aus. Er sieht gut aus. Gesund. Einigermaßen gesund sieht er aus, würde ich sagen. Also es war jetzt positiv gemeint. Ja, egal. Scheiß drauf. Er ist breiter geworden ein bisschen auch. Sie dachten, dass ich unbedingt unter den Sackdeckel will. Doch ich leb noch und dreh durch den Spanferkel-Grill. Mach Alarm, wenn ich will. Der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt. Auf Kamakrapin. Geiler Beat, Mann. Geiler Beat. Guter Beat auch für Jasper. Guter Beat auch für Jasper. In Spanferkel-Grill. Mach Alarm, wenn ich will. Der fanatische Arsch deiner Mom wird gekillt. Auf Kamakrapin. Hancock lebt, ich lass keinen Zweifel offen. Benehmen wie Neandertaler Steinzeit. Die brauchen zu viel Wein. Ich lasse keinen Zweifel offen, Steinzeitepochen. Fresh. Weißwein gesoffen. Weißwein gesoffen auch noch, okay? Und bei einer Arschbombe in die Badewanne dann das Steißbein gebrochen. Okay, ist halt sehr zusammenhangslos zwar, also ein bisschen Nonsens, aber die Reime an sich sind nicht bad. Kein Beziehungsmensch, auch mit Frauen, dass sie mir sehen. Ich komm nicht mal mit mir selber klar und bin schizophren. Wie es mir geht, ganz okay, mach mit Porno-Bitches rum. Und deine Freundin frisst, als wäre sie vor einer Hinrichtung. Mach den Bla. Ey, das ist strong. Ich fühle den Beat gerade viel, viel mehr gefühlt als Jaspers Rap an sich. Aber er kommt wirklich auf den Beat. Der Beat ist wirklich nice. Ganz okay, mach. Ist ein simpler Beat, aber ein cooler, leichter Oldschool-Beat irgendwie. Mit Porno-Bitches rum. Und deine Freundin frisst, als wäre sie vor einer Hinrichtung. Mach den Blunt dann, weißer Raucher, B muss papern. Knallmodel, Fotzen weg in Besenkammern. Crack Flow, bin für Junks ein Seelenverwandter. Und ich schlag dir in die Fresse wie dein Pflegevater. Oh. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Also bevor wir jetzt Joghurt uns geben, ich fand so diese tiefe Stimme von Jasper gerade nicht so nice. Ich mag diese gedruckte, kratzigere lieber, seine normale Rap-Stimme, sag ich mal. Kommt keiner klar. Die fühle ich nicht so ganz gerade. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du wachst nachts auf und hast davon einen Traum. Was weißt du schon von exzessiven Traum? Ja, okay, not bad eigentlich. Also ich finde halt die 9. Stil sehr, sehr cool. Es geht gut nach vorne, der Beat ist nice. Und er erzählt halt so ein bisschen, was er erlebt hat, sag ich mal so. Was mit ihm los ist, dass er schizophren ist, mit sich selbst nicht klarkommt, aber es ihm sonst gut geht und so. Kleines Jasper-Update. Drogenmissbrauch und die Wohnung sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wieder sowas von drauf, hol die Schrotflinte raus und dein Kopf landet im Graben. Ich mach dich damit zur Sehenswürdigkeit, drop ein Part und ihr wisst, dass ihr nicht lebenswürdig seid. Ich geh mit der Ficken, hab ein Fetisch für den Scheiß und du Fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Pack das Gesicht. Hast in der Regel Würgereiz, also das gibt's, da habe ich direkt einen Kollegezell im Kopf, irgendwie in der Regel mit Mund voll oder so. Irgendwie eine Kollegezeile auch mit in der Regel. Aber hatten ja auch viele mit in der Regel. Ist okay. Keine schlechte Zeile eigentlich. Ich hab ein Fetisch für den Scheiß und du Fotzen lecker hast in der Regel Würgereiz. Pack das Gesicht der Bitch in Rewe-Tüten ein. Lad sie gegen ihren Willen auf ein Schäferstündchen ein. Irgendwann Dschungelcamp, hau mir Regenwürmer rein. Dann sind die Pläne aufgegangen, so wie Hefemürbeteig. Du wirst verprügelt wie ein entlaufener Sklave und ich bunkers
so lang Geld, bis ich kein Haus hab mit Garten. Trotzdem Penner Swag, ohne draußen zu schlafen. Geh raus auf die Straße, bis ich aufhör zu atmen. Guck mal, was ich in der Pipeline hab. Ruf mich an, wenn du was brauchst und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommt immer wieder. Ja, wobei zum zweiten Mal war es gar nicht so bad mit der Stimme. Und ich bin zeitnah da. Der Shit ist fresher als gedacht, darauf kommt keiner klar. Und sie kommen immer wieder, weil sie so begeistert waren. Das ist der Crackflow. Ja, gar nicht bad eigentlich. Stoff, den dein Körper nicht abbaut. Digga, ich bin echt so. Du warst nachts auf und hast davon Albtraum. Ja. Kriegt ein Like von mir. Strong. Cooles kleines Comeback von Jasper, sag ich mal. Es geht gut nach vorne, ist ein bisschen fresher als sein alterer Stuff. In dem Sinne, dass es ein bisschen neumodischer klingt vielleicht. Ich weiß nicht, auch wenn der Beat jetzt ein bisschen oldschool war, er hat gut drauf geflext. Hook war gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise seine Stimme. War ein bisschen weird, der Change von dieser tieferen Stimme zu seiner normaleren Stimme. War ein bisschen weird, der war ein bisschen abrupt. Aber ansonsten, echt nicht schlecht. Ein, zwei gute Zeilen dabei auf jeden Fall. Ein, zwei Zeilen, die ich ein bisschen komisch fand. Aber alles in allem, okay. Okay, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit Jasper. Ich bin zufrieden. Ich habe den Titel absolut nicht gecheckt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was er hier gedroppt hat. Und er sieht sehr gesund aus. Er ist breiter geworden. So, er wirkt sehr reflektiert. So, alles cool. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. Und ansonsten kann ich sagen, dass ich mich freue, dass er wieder was gedroppt hat, Freunde, ja. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Bewertung von Julian, die werden wir uns jetzt noch geben. Und also werde ich mir jetzt geben, aber ihr kriegt sie halt ein bisschen später. Lasst einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen haben sollte, Freunde. Ansonsten lasst mir eure Meinung zu Jasper in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und ciao.